Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne diese eine große Liebe von Julianne Beckford vorstellen. Das Buch ist 2006 im Knauer Verlag erschienen, hat 490 Seiten und kostet ursprünglich 6 Euro. Leider wird dieses Buch so nicht mehr aufgelegt, ihr bekommt es also nur noch gebraucht, macht aber nichts, dafür ist es ja dann auch wesentlich günstiger. Die ganzen Informationen verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. Ja, es handelt sich hierbei um einen Südstaatenroman, der teilweise in der Gegenwart spielt und teilweise in der Vergangenheit zu Zeiten des Bürgerkriegs um 1862, 68, so genau weiß ich es nicht, ich kann mir Zahlen schlecht merken. Also nagelt mich da nicht fest, 1800 irgendwas. Es geht um Shelby. Shelby, die in der Gegenwart lebt, hat geerbt und sie sieht eines Tages ein Haus, von dem sie sich total magisch angezogen fühlt und sagt, wow, das muss ich haben, das ist mein Haus. Shelby kauft sich dann dieses Haus und kurze Zeit später, nachdem sie dort eingezogen ist, erscheint ihr immer im Schlafzimmer ein Mann. Leider muss Shelby feststellen, dass es sich bei diesem Mann um einen Geist handelt, der seine große Liebe Mary Beth aufs Schlimmste betrauert. Shelby fühlt sich so zu diesem Mann hingezogen und würde ihm natürlich gerne helfen und möchte mehr über ihn erfahren und wissen, wer er denn war. So kommt es dann, dass Shelby Recherchen anstellt und während sie recherchiert, stößt sie auf einen Zeitungsartikel, wo der Mann abgebildet ist und es handelt sich um Lucas Robert Brosnahan, der im Krieg gefallen ist und der zu Zeiten des Bürgerkrieges genau in diesem Haus gelebt hat. Während Shelby dann weiter am Umräumen ist und macht und tut, findet sie schließlich auch noch ein Tagebuch von Mary Beth, von der großen Liebe von Lucas. Aber so wie es scheint, war Mary Beth gar nicht so interessiert an Lucas wie er an ihr. Shelby würde, wie gesagt, Lucas natürlich sehr, sehr gerne helfen, weil diese Traurigkeit ihr unheimlich zusetzt, aber sie kann es ja nicht, weil Lucas ist ja schon über 100 Jahre tot. Es kommt aber so, dass Shelby eines Tages todmüde ins Bett fällt und am nächsten Tag, als sie aufwacht, findet sie sich in Mary Beth Körper wieder. Ja. Sie hat einen riesengroßen Zeitsprung gemacht und muss von nun an das Leben von Mary Beth führen. Das Ganze ist durch einen Voodoo-Zauber passiert und Shelby lebt also, wie gesagt, jetzt das Leben von Mary Beth, weil ihr halt auch nichts anderes übrig bleibt. Und sie versucht, Lucas Robert, in den sie sich verliebt, als Mary Beth davor zu bewahren, dass er im Krieg fällt. Ob ihr das gelingt und ob Shelby irgendwann wieder in ihre eigene Zeit zurück kann und was mit Mary Beth passiert, die nämlich zur gleichen Zeit jetzt in unser Jahrtausend gewechselt ist und im Körper von Shelby lebt, das, meine Lieben, steht alles hier drin. Ja, das war das Erstlingswerk von Julianne Beckford und auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und ich muss sagen, es war wirklich ein Buch, ganz nach meinem Geschmack. Es ist super flüssig geschrieben, total spannend aus der Sicht von Shelby und teilweise auch mal aus der Sicht von Mary Beth, wenn es dann in der Gegenwart spielt. Und ich kann nur sagen, dieses Buch bekommt von mir 6 von 6 Rosen. Schade, dass es nicht mehr aufgelegt wird, dass ihr es nur noch gebraucht bekommt. Aber meine absolute Kaufempfehlung habt ihr. Es ist wirklich jeden Cent wert. Jetzt würde mich interessieren, hat irgendeiner von euch das vielleicht schon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Hinterlasst mir einen Kommentar. Oder habt ihr andere Bücher von ihr auf dem Sub? Ich habe noch einige von ihr, die ich auch noch nicht gelesen habe. Und ich bin froh, dass ich mir die Bücher schon alle gekauft habe. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon wieder von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.